QBEF ist ein Schweizer Kleinsatellit und dient der Technologieerprobung. Er ist ausgerüstet mit einer neuen Generation von extrem kleinen GPS-Empfängern, wie sie auch in Mobiltelefonen zum Einsatz kommen. Diese Empfänger werden erstmals im Weltraum getestet. Die genaue Bestimmung der Position eines Satelliten ist in der Raumfahrt unentbehrlich. QBEF wird in 400 Kilometern Höhe die Erde umkreisen. Auf dieser Bahn dauert eine Umrundung der Erde nur 90 Minuten. GPS-Navigationssatelliten befinden sich auf deutlich höheren Bahnen, 20.000 Kilometern über der Erde. QBEF nutzt die Navigationssignale der GPS-Satelliten, um seine exakte Position zu bestimmen. Diese Technik wird bereits von anderen Satelliten genutzt, doch keine davon sind so klein und verbrauchen so wenig Strom wie QBEF. Das Besondere an diesen GPS-Empfängern ist, dass sie ganz besonders klein sind und auch eine kleine Masse haben und einen extrem kleinen Stromverbrauch. Das sind Charakteristiken, wie man sie auch für das Handy, das Mobile Phone braucht. Und deswegen sind diese Chips von MÜBLOX speziell für den Weltraum geeignet. Wir haben diese Chips getestet für Vakuum, für Temperatur und auch für die Strahlung. Und andererseits nutzen wir die Redundanz, dass wir 10 kleine Empfänger auf einen Satelliten geben. Wenn also ein Empfänger ausfällt, ist das kein Problem für uns. QBEF ist nur 10 x 10 x 10 cm groß. Seine Seitenflächen sind mit Solarzellen zur Stromproduktion ausgestattet. Die gesamte Elektronik findet im Inneren Platz. Es befinden sich 4 GPS-Antennen auf der Oberseite sowie eine zusätzliche Antenne auf der Seite. Jede Antenne ist mit 2 Empfängern verbunden. Die 10 Empfänger der Schweizer Firma MÜBLOX sind jeweils 12 x 16 mm groß und auf der Nutzlastplatine untergebracht. 3 kleine Spezialspiegel, Retroreflektoren genannt, ermöglichen Lasermessungen von der Erde aus, um die Position des Satelliten zu kontrollieren. Neben der Position ist auch die Fluglage von Bedeutung. Durch die Messung der Laufzeitdifferenz des Signals zu 2 Antennen, hier in Rot dargestellt, kann die Orientierung des Würfels im Raum bestimmt werden. Dies wird mit allen Signalen und allen Antennen wiederholt, um die volle Fluglage zu bestimmen. Beim Überflug von Satelliten-Laserstationen, wie zum Beispiel Zimmerwald bei Bern, wird der Satellit eingemessen. Durch Vergleich mit dem GPS lässt sich nachweisen, ob die Empfänger korrekt funktionieren oder nicht. Wenn diese erste Mission Erfolg hat, dann werden wir natürlich weitergehen in 2 Arten. Erstens hoffen wir, dass in nächster Zeit 2 Frequenzempfänger zur Verfügung stehen. Mit diesen kann man viel mehr erreichen im Weltraum, insbesondere höhere Genauigkeit und auch die Atmosphäre vermessen. Und das andere ist die Konstellation. Wir haben dann den technischen Aufbau und die Fähigkeiten, eine kleine Konstellation zu fliegen, die natürlich dann zwischen den Satelliten Messungen durchführen kann.